Ich zeige euch gleich Beweise, versprochen, dass die deutsche Einheit eben nicht von den DDR-Bürgerrechtlern erkämpft wurde. Leider. Aber wollt ihr die Täuschung überhaupt erkennen? Kennt ihr noch den Film Die Truman Show? Truman ist der Hauptdarsteller in einer mit seiner Geburt begonnenen Fernsehserie. Aber er weiß nichts davon. Es wird um ihn herum eine reine Fernsehrealität geschaffen. Aber er weiß nichts davon. Und am Ende erkennt er das alles. Ihr müsst euch nur die Frage stellen, wollt ihr euch bis zum Ende des Lebens belügen lassen? Oder wie Truman die Realität hinter der Fiktion, also die Wirklichkeit hinter der für euch geschaffenen Illusion erkennen? Wollt ihr euch täuschen und fremdbestimmen lassen? Oder liebt ihr wie ich die Wahrhaftigkeit und die Selbstbestimmung? Diese Woche zeige ich euch die Geschichte hinter der deutschen Einheit. Kommende Woche die Geschichte hinter dem Untergang der Sowjetunion. Und in 2 Wochen werde ich euch die Propaganda gegen Putin und Russland in diesem Jahr zeigen. Frieden ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Worte von Karl Jaspers. Daher klage ich die Unwahrhaftigkeit unzähliger Journalisten und Politiker an. 1995 wagte es der damalige Journalist Spiegels-Jürgen Leinemann zu schreiben: Je länger und enger ich in Bonn, das war damals unsere Bundeshauptstadt, das politische Geschehen, und das hat er fast 2 Jahrzehnte getan, und dessen journalistische Verarbeitung miterlebte, desto unbehaglicher fühlte ich mich als Teil einer, und jetzt gut zu hören, professionell betriebenen Verschwörung zur Unterdrückung von Wirklichkeit. Verschwörung zur Unterdrückung von Wirklichkeit. Ihr bekommt in der Infobox zu diesem Video den Link zu dem Artikel und vieles mehr, damit ihr alles überprüfen könnt. Erkennt die Unwahrhaftigkeit, die uns regiert. Später kommen noch Videoeinblendungen und Hintergründe zum Mauerfall am 9. November 1989. Aber gleich zeige ich euch zunächst den Link zu einem Zeitungsartikel. Man muss es selbst überprüfen, um es zu glauben. Der Artikel handelt von Vernon Waters. Er landete am 22. April 1989 um 13:25 Uhr auf dem Flughafen Köln-Bonn, um dann in Bonn US-Botschafter zu werden. Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989 und die deutsche Einheit kam am 3. Oktober 1990. In diesem Buch hier schreibt er, dass kurz vor Neujahr 1989 der gewählte Präsident ihn persönlich zu sich rief. Das war George Bush, und ihm bedrängte die Botschaft in Deutschland, in Westdeutschland, in unserer damaligen Bundeshauptstadt Bonn zu übernehmen. Bush sagte zu Walters: Dort wird es ums Ganze gehen, Dick. Willst du mir helfen oder wirst du mich im Stich lassen? Das war unmittelbar vor dem 1. Januar 1989. Nochmals, die Berliner Mauer fiel erst am 9. November 1989. Und auf Seite 44 seines Buches schreibt er: Als ich die Mitarbeiter der Botschaft nach ihren Ansichten über die Chancen einer möglichen Wiedervereinigung Deutschlands fragte, waren sie sich fast alle einig, diese werde frühestens gegen Ende der 90er Jahre, also nicht vor der Jahrtausendwende, kommen. Und er fügte dann hinzu: Ich war ziemlich bestürzt darüber, dass fast keiner der Deutschland-Experten meine Auffassung von einer baldigen Wiedervereinigung teilte. Naja, und auf Seite 41 seines Buchs schreibt er über den damaligen US-Außenminister Baker: Auch als mich Außenminister Baker einmal fragte, weshalb ich fortgesetzt Spekulationen über die Einheit Deutschlands anstelle, antwortete ich: Seine eigenen Berater würden zwar glauben, sie hätten dafür noch 5 Jahre Zeit. Nach meiner Meinung seien es jedoch höchstens noch 5 Monate. Tja. In Leipzig begannen die Montagsdemos am, gut zuhören jetzt, am 4. September 1989, vor dem Zusammenbruch der DDR, mit gerade mal 1000 Demonstranten. Am 2. Oktober 1989 waren es 20.000 und am 9. Oktober 1989 geschah das Wunder von Leipzig. Da waren es 70.000 Menschen. An diesem 4. September 1989 bereits, dem Tag der ersten Montagsdemo in Leipzig, sagt der deutsche US-Botschafter in Bonn auf Seite 1 der International Herald Tribune: Waters, German Unity soon. Also deutsche Einheit bald. Ein Hellseher? Nein. Er war unter George Bush, dem US-Präsidenten von 89 bis 93, zuvor stellvertretender Chef des US-Geheimdienstes CIA und immer dann dabei, wenn es ums Ganze ging, gegen Ende mehr dazu. Auch in Hans-Werner Sinn, der ja sehr bekannte ehemalige Chef des IFO-Instituts in München, schreibt in seinem Buch Auf der Suche nach der Wahrheit: Ich sollte betonen, dass es Goerels war, der mir bereits im Januar 1989 in München gesagt hatte, bald werde es in Deutschland zur Wiedervereinigung kommen. Ist es nicht interessant, im Januar 1989? Die ganz exakten Quellenangaben findet ihr in der Infobox zu diesem Video. Und wenn ihr alle die mächtigsten und reichsten wärt, würdet ihr den Einflussfaktor Zufall entscheiden lassen? Sollte der Zufall alles entscheiden? Doch sicher nicht. Denn wenn der Zufall regiert, ist nicht sicher, ob ihr auch noch in Zukunft reich und mächtig seid.
Hier wird bis auf Naturkatastrophen so gut wie nichts dem Zufall überlassen. Und kennt ihr das paneuropäische Picknick am 19. August 1989? Die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU schreibt dazu: An diesem Tag überschritten mehr als 600 Menschen aus der DDR im Rahmen eines paneuropäischen Picknicks erstmals friedlich den Eisernen Vorhang. Die Nachrichten über dieses Ereignis verstärkten den anwachsenden Massenexodus von Deutschen aus der DDR und dies führte zu einer erheblichen weiteren Destabilisierung des SED-Regimes, SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Zufall? Nein. Unter DDR-Bürgern wurde mit diesem Flugblatt, das wir neben mir einblenden, für das Sommerfest geworben. Alles geschickt eingefädelt. Und wer stand auf dem Flugblatt? Es war Otto von Habsburg. Er wäre ja Kaiser Österreichs geworden, wäre die Monarchie nicht abgeschafft worden. Und zu diesem paneuropäischen Picknick jetzt mal ein paar Videoeindrücke. Volkes an diesem großen historischen Ereignis nicht vergessen. Ihnen sei der Dank aller Europäer gerade an diesem Punkt ausgesprochen. Geht Ebel, as er lebt, on me more interstanding, elke, sel hat at land, let's roll. Mindest honor, gozon hetu, hot, on modio me, on puto schu, eftis, der Kinder der Grand, ich mag Mutter doch, hot serenity, posa, ja, eh, so, hot, schaga. Oton von, mag nem, eftig, el, ot, se. Nem, so, bot, te, hat, nur, lugod, nun, mit Moderung, so, nem, best, so, Herzergreifend. Und ohne die DDR-Bürger, die bei den Montagsdemos auf die Straße gingen und diejenigen, die das Land verließen, wäre das System nicht so schnell in die Knie gegangen. Meine Hochachtung vor diesen Menschen. Und ich war 1987 in Ost-Berlin für einen Tag zu Besuch. Ich habe die Mauer gesehen. Aber dennoch war dieses Sommerfest kein Zufall. Die Grenzöffnung war perfekt geplant. Die Montagsdemos befeuerten durch westliche Medienberichterstattung und Geheimdienste den Untergang der SED. Und dieses Sommerfest, das ich euch gerade gezeigt habe, wurde von der Pan-Europa-Union organisiert, deren Vorsitzender Otto von Habsburg war. Ihr habt die Flaggen doch gesehen, dieser Pan-Europa-Union. Das waren die Flaggen der Pan-Europa-Union, die 1922 von Kudenhove Kalergi gegründet wurde, den ich wieder und wieder in meinem Buch Fremdbestimmt und in Videos thematisiere. Der Mann hat ja auch am 23. April 1948 mit Erlenwald Stalles, dem späteren CIA-Chef, von 1953 bis 1961 ein Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa begründet. Ein New York Times-Artikel erschien darüber einen Tag später und ich bilde ihn ja in meinem Buch Fremdbestimmt ab. Nach dem Tod von Kudenhove Kalergi wurde Otto von Habsburg 1972 Chef dieser Pan-Europa-Union. Und vergessen wir nicht, dass Kudenhove Kalergi Freimaurer war und dass er von dem Bankier Max Warburg 1923 gleich fast 700 Goldunzen erhielt. Alles ja mit ganz sauberen Quellen belegt in meinem Buch. Ach, Max Warburg war ja auch übrigens Bruder von Paul Warburg, der als Gründungsvater der US-Notenbank gilt. Merkt ihr, welche Kreise alle Fäden ziehen? Reichen diese Andeutungen? Der US-Botschafter war wie gesagt felsenfest von der baldigen deutschen Einheit überzeugt. Und in diesem Buch von Ferdinand Koch, der für ARD und Deutschlandfunk unter anderem arbeitete, berichtet er über ein Gespräch mit Manfred Uschner, der mit Hermann Axen aus dem SED-Politbüro und einer DDR-Delegation im Mai 1988 in die US-Hauptstadt Washington geflogen war. Und er berichtet über ein Gespräch mit Mitarbeitern des US-Außenministeriums. Der Hochgewachsene sprach Klartext. Also, wie Sie wahrscheinlich wissen, haben wir ja schon im vorigen Jahr durch Unterstaatssekretär Sonnenfeld zu Professor Reinhold sagen lassen, dass die DDR in den nächsten 2 bis 4 Jahren am Ende ist. Und wir fürchten, dass es ein Chaos geben wird, wenn es zu einem militärischen Konflikt kommt. Wir und die Russen müssen uns dann einmischen und das wollen wir beide nicht. Wie wir wissen,
gehen Sie auch davon aus, dass die DDR nicht mehr lange existiert. Ich möchte Ihnen sagen, dass dies wahrscheinlich also etwa 10 Tage nach dem 40. Jahrestag der DDR geschehen wird. Dann wird die Mauer fallen. Wir haben eine Bitte, wenn die politische Krise ausbricht, fahren Sie bitte nach Petz und sagen Sie dort Ihren Vertrauten, Sie mögen die Mauer und die Grenze zur BRD noch 6 Wochen halten, bis wir mit den Russen alle technischen Details geklärt haben. Tja, der Mann wurde im Februar 1989 von Erich Honecker, dem Chef der DDR, aus dem Zentralkomiteeapparat entfernt. Tja. Und dann war da noch der Fall der Mauer am 9. November 1989. Am 6. November 1989 erschien im Neuen Deutschland der Zeitung der damals die DDR regierenden Sozialistischen Einheitspartei, SED, der Entwurf für ein neues Reisegesetz mit dem Satz: Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben das Recht, in das Ausland zu reisen. Tja. Und am 9. November 1989 gab Günter Schabowski als Informationssekretär der SED während der noch laufenden Sitzung des Zentralkomitees der SED eine Pressekonferenz und gegen Ende nach über 43 Minuten um 18.53 Uhr plötzlich diese Frage. Wir blenden Sie ein. Herr Schabowski, Johnson. Entschuldigung, jetzt Sie, jetzt erstmal der italienische Kollege. Ich heiße Riccardo Herrmann, ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Herr Schabowski, Sie haben vom Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt, vor wenigen Tagen? Nein, das glaube ich nicht. Das US-Magazin Time berichtete 2009 dann, also 20 Jahre später, Herrmann habe in einem Interview gesagt, die Frage nach dem Reisegesetz, das war kein Zufall. Er habe einen mysteriösen Anruf aus dem U-Boot erhalten, eine Anspielung auf den Konferenzraum der staatlichen Nachrichtenagentur der DDR, ADN. Das US-Magazin dann, obwohl Herrmann in dem Interview die Identität des Anrufers nicht preisgab, wurde er inzwischen als Gunter Potschke, Generaldirektor des ADN und persönlicher Freund Herrmanns, identifiziert. So das Magazin damals, und ich verlinke euch den Artikel. Ganz großes Kino, nicht? Die Frage war also demnach kein Zufall. Herrmann dementierte dann jedoch später, wurde er da unter Druck gesetzt, auch das Interview verlinke ich euch. Zu viel Wahrheit verträgt das System nicht. Das ist damals so gewesen und gilt auch heute. Schabowski sagt dann gegen 19 Uhr am 9. November 1989 zu dem neuen Reisegesetz Folgendes. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Und dann beachtet er angeblich eine Sperrfrist nicht und sagt: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Der US-Star-Reporter Tom Walker war zufällig in der Montagnacht, Montag war der 6. November 1989, rechtzeitig nach Berlin gekommen und konnte live vom Brandenburger Tor am 9. November berichten. Was für ein Zufall. Ach, und er hatte ausgerechnet gleich nach dem Ende der Pressekonferenz von Schabowski ein Live-Interview mit ihm. Ich verlinke euch einen Artikel dazu. Zufälle gibt es. Ja, und dann hatte die Tagesschau um 20 Uhr den richtigen Aufmacher. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an. Über einen entsprechenden Regierungsbeschluss wurde in der Fernsehsendung Aktuelle Kamera informiert. Visa zur ständigen Ausreise, so heißt es, würden unverzüglich erteilt, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssten. Auch Privatreisen ins Ausland könnten ohne Vorliegen von Reiseanlässen beantragt werden. Auch hierfür würden die Genehmigungen kurzfristig erteilt. Und Egon Krenz berichtet in seinem Buch, dass dann danach plötzlich immer mehr Menschen zur Berliner Mauer schritten. Der Druck wurde dann so groß, dass die Mauer dann auch tatsächlich geöffnet wurde. Alles nur Zufall? Nein. Dieses Video soll euch zeigen, dass das alles von langer Hand vorbereitet war. Vernon Wolters war übrigens auch 1953 im Iran, als der damalige iranische Regierungschef Mossadegh gestürzt wurde. Er war auch 1973 in Chile beim Sturz des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende, der sich im Verlauf eines Militärputsches selbst das Leben nahm. Ich möchte, dass wir die Fremdbestimmung und Täuschung erkennen und wir sehen, wie wichtig Selbstbestimmung, Freiheit und Wahrhaftigkeit für jeden von uns sind. Wie wichtig dabei Volksentscheide sind, sage ich euch wieder und wieder. Wir brauchen die Herrschaft der Menschen, wir brauchen Volksentscheide für Frieden, Freiheit und Wahrheit.
Heute will ich schließen mit dem Leitmotiv von Alfred Herrhausen, dem Chef der Deutschen Bank, der am 30. November 1989 umgebracht wurde. Wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein. Alfred Herrhausen, dem Motiv für seine Ermordung müssen wir einmal nachgehen. Ich wünsche euch Gottes Segen und alles Gute und vergesst bitte nicht, jeder, der uns regiert, ist fremdbestimmbar. Entweder über das Zuckerbrot, über Rednerhonorare, über Beraterjobs, über tolle Posten oder durch die Peitsche, sprich über Bedrohung und eben Erpressung. Und nur durch Volksentscheide könnt ihr wirklich euch und eure Kinder in eine bessere, in eine gerechte, in eine friedliche, in eine freie und wahrhaftige Welt führen. Gottes Segen in diesem Sinne. Alles Gute euch.